Revelio. Schade. Schade, was? Wir haben doch nur noch etwa 800, die wir finden müssen. Nein, wir haben ja echt drei Viertel der Seiten jetzt bald gefunden. Das ist schon krass. Also nicht der Seiten insgesamt, sondern der Seiten, die hier versteckt sind, die wir halt mit Revelio entdecken müssen. Die Revelio-Seiten halt. Von den Revelio-Seiten haben wir fast drei Viertel entdeckt. So, und jetzt haben wir auch endlich mal den Weg zum Bootshaus gefunden. Und zwar vom Bootshaus aus hier hoch. Ah, ich verstehe. Deswegen fiel es uns auch relativ schwer, den Weg zum Bootshaus zuerst zu finden. Ach, guck mal, was haben wir da? Sieh mal einer an. Und hier ist eine Statue von einem Werwolf. Ja, ich komme gleich zu dir. Unterirdischer Hafen. What? Da gehe ich auch gleich hin. Ach, guck mal, ja, hier, diese Pötte, die muss man doch auch mit Incendio in Feuer... Hä? Was da passiert? Interagieren kann ich damit. Ach so, ah, da muss man das Zeichen einstellen, oder wie? 1, 2, 3 und 4 gibt es hier. Und was gibt es hier? Auch 1, 2, 3 und 4 wahrscheinlich. Hier noch mehr von den Dingern? Ja, da vorne sind noch zwei. Okay, was hat es hier mit auf sich? Nein. Incendio. Also, hier sind zwei Zauberstäbe gekreuzt. Hier ist... Aha. Zwei Kreise ineinander. Also hier ist ein Strich. Oder, warte, wird der Teil, Strich wird geteilt in drei? Hm, interessant. Also hier sind es, theoretisch, wenn man es so sieht, vier Viertel. Ah, warte mal, hier ist auch irgendwas. Ach, guck mal, hier. Ah, so schwierig ist es gar nicht. Okay, also das Runde sind die 2, das dahin sind die 1 und die 3 und hier ist die 4. Okay. Wieso? Hallo? Interagieren bitte. Hier ist die 4. Das hier war die 2, genau, die 2. Dieses andere Ding ist hier... Ach, wie cool. Ach, das ist hier sogar auf beiden Seiten. Ah, nee, hier nicht. So, und das war die 1. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und die 3. Alright. Löse Geheimnisse von Hogwarts. Das war auf jeden Fall ein Geheimnis. Ein weiteres Geheimnis, was wir gelöst haben. Und oh, hier können wir jetzt... Oh, runter. Ja, geil, ihr guckt euch das an. Wir haben ein Geheimnis gelöst von Hogwarts. Revelio. Wo sind wir jetzt? In welcher Kanalisation sind wir hier? Hallöchen. Oh, Botanik. Okay. Okay, da sind noch mehr Schatzkisten auf jeden Fall. Ach, cool. Guck mal, hier ist man jetzt so unterirdisch. Aha. Hallo. Und das hier ist bestimmt so eine mega... Ja, das wäre so eine mega krasse Truhe. Die würde ich eigentlich mir gerne aufsparen wollen. Weil wir da garantiert wieder ein legendäres Teil drin finden. Das würde ich mir tatsächlich gerne aufsparen. Wir wissen ja, dass hier jetzt eine Truhe ist. Wir merken es uns. Merkt dran denken, Leute, ne? Falls ich es irgendwann vergesse, wenn ich Level 800 bin... Sag mir bitte Bescheid, dass ich dann hier zurückkommen soll. Ich verkloppe doch jetzt nicht die ganzen geilen Ausrüstungsgegenstände. Wo kommt man da hin? Die muss ich dann alle verkaufen für nicht, also für ein bisschen Geld. Ja, gut, schön. Revelio. Ah, Viadukthof. Okay, das ist gut. Das heißt, wir können uns auch jederzeit hierhin teleportieren. Oh, ich kann hier nicht rüberspringen. Was ist das? Menno, wieso kannst du da nicht rüberspringen? Muss doch gehen. Ach, guck mal, hier, die Dinger kenne ich auch. Wie heißen die nochmal? Irgendwelche Feigen sind das. Also, jetzt muss ich erstmal... Ich brauche mal Lumos. 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 Alter, der unterirdische Hafen. Krass. So. Lumos. Das wird oben sein. Relativ wahrscheinlich.
Müsste irgendwo hier sein. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist die Statue? Wo ist die Statue? Und wieso fliegen hier Bücher rum? Und wieso steht da jemand? Und was macht ihr hier alle? Hey, du bist doch Samantha, oder? Ist das. Hallo? Ja, nee, du bist wer anders. So. Wo ist die Statue? Hier ist die Statue. Mit dem Kelpie. Und wir können. Ja, wir laufen jetzt einfach. Ach, egal. Nee, wir laufen lieber da hinten runter. Ich glaube, das ist kürzer. Ich glaube, es ist kürzer. Und dann gucken wir uns hier in dem Innenhof gleich nochmal um. So. Haben wir das auch geschafft? Eine weitere Schriftrolle. Handbuchseite Nummer 33 von 50, was den derzeitigen Fortschrittbalken Revelio. angeht. Das ist ja nur der derzeitige Fortschrittbalken. Insgesamt haben wir schon deutlich mehr. So, was seid ihr denn hier am Was? Quatschen? Ein Besen und nicht zum Fliegen? Ein Besen, Ja, nicht zum ganz Fliegen. genau. Und lassen Sie sich das eine Lehre sein. Verboten heißt verboten. Ha, die Bibliothekarin. Warum? Was ist hier los? Ach, Bücher ich fühle mich zusammen. wie ein Muggel. Ich habe Bücher mir eins zusammenfegen. angesehen. Da stand etwas über den Cruciatusfluch. Ach, sei still. Wirklich? Bücher über den Cruciatusfluch. Revelio. Was wir hier alles lernen, das ist ja unglaublich. Okay, schön. Gehen wir mal hier. Halt. Momentchen mal. Ich sehe da doch was, was du nicht siehst. Und Levioso. das müssen wir öffnen. Ja, haha, Hallöchen. Eine weitere Seite. Oh, ein Phönixbild. Incendio. Kann man damit Feuer irgendwas Geiles machen? Hätte ja sein können. Revelio. Hätte ja sein können, dass das Ding auf Incendio geht. Alter, wo sind wir denn hier? Ist auch noch ein geheimer Weg, wo ich noch nicht war. Also, geheim ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt für einen offensichtlich einsehbaren Gang, der auch noch schön ausgekleidet ist. Auf der Burgmauer. Und hier mit Türmchen. Ah, wie kommt man in das Türmchen rein? Das wäre jetzt natürlich nochmal cool. Kommt man da rein? Gute Frage. Revelio. Also ich sehe eine Kiste angezeigt in der großen Halle. Aber von wo kommen wir in die große Halle? Ich meine, wir waren ja schon mal da. Aber wäre natürlich cool, wenn wir von hier außen auch noch irgendwie reinkommen würden. Und wäre auch cool, wenn hier noch irgendwas wäre. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ach, hier ist der Park. Hier ist der Park dann wieder. Ach, guck mal, und hier ist auch irgend noch ein Raum an der Seite, wo wir noch nicht waren. Ah, ich höre auf jeden Fall schon wieder was klingeln. Guckt mal da, ich hab's direkt gesehen. Revelio. Ich hab's diesmal direkt gesehen. So, wunderbar. Der gähnende Wasserspeier. Obwohl dieser Wasserspeier aus dem Rauch strömt, verzaubert scheinen mag, ist er in Wahrheit der Kamin des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums. Ach. So ist das. Ach, hier drunter ist der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ach, das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Und das hier ist das Treppenhaus dann, ne? Diese Glaskuppel kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder ist das nur eine ähnliche Glaskuppel und hier geht's unten rein? Nee, ich glaube, das ist die. Ich glaube, hier ist das Treppenhaus. Und das ist eine Glaskuppel. Ach. Geil, coole Sache. Aha. Was man so alles entdecken kann. Ah, ich dachte, da wäre eine Seite gewesen, aber Revelio. das war nur das Fenster. So, gucken wir mal hier in die große Halle rein. Hallöchen. Oh, sieht so schön aus. Ach so, hier ist ein Schloss. Da kann ich also nicht rein. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Hallo, das Rednerpult. Hier haben wir natürlich schon alles längst gefunden gehabt. Ist ja schon alles miteinander. Was ist das? Irgendjemand hat sich hier. Das hört sich an. Das hörte sich gerade an, wie. Als hätte jemand Flohpulver benutzt Revelio. oder so. Oder sich halt weggezaubert. Appariert. Disappariert. Disappariert natürlich. Hä? Guck mal. Und hier ist irgendwie auch eine Truhe. Über uns, würde ich mal sagen. Sonst würden wir die ja sehen. Also, über uns komme ich aber nicht so gut hin, weil da doch auch ein Raum verschlossen war. War das nicht so, dass wir da gar nicht hinkamen, weil da auch irgendwie irgendwas verschlossen war? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr, wie das jetzt wirklich
wie das jetzt abging. Ist ja keiner in der großen Halle. Ist ja echt Wahnsinn. Ich gehe nochmal kurz hochgucken. Wenn ich gerade jetzt schon mal dabei bin, vielleicht gibt es da doch einen Weg und ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich muss auf jeden Fall zum Astronomieturm. Das ist ja auf jeden Fall auch noch klar. Rebellion. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ah, die ist ja verschlossen. Ja, okay. Guck mal, da ist... hier. Incendio. Das geht ja mit Incendio. Genau, die Dinge habe ich auch noch gar nicht so oft gesehen. Tatsächlich. Die Dinge habe ich noch gar nicht so oft jetzt gesehen bislang. Nee, aber hier ist keine Kiste. Aber gut, dass ich jetzt hier oben war. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Noch eine weitere Seite. So, die Frage ist, wollen wir jetzt die Hauptquest machen? Zu Professor Fig gehen? Ja. Amüsiert euch mal gut. Soll ich jetzt zu Professor Fig gehen? Oder wollen wir doch kurz nochmal, wenn wir auf dem Weg sind... Fach mit der Hauptgeschichte fort. Ja, ja. Ja, ja, ist ja klar. Ich glaube, wir gehen zu Arthur Plumley. Der sollte nämlich theoretisch ja auf dem Weg dahin sein. So grob. Wenn ich jetzt mich nicht allzu sehr irre. Oh! Okay. Na Mensch, kommt man hier raus, fliegt direkt eine Seite rum. Das ist ja was. Das, Zufälle gibt's. Zufälle gibt's, die gibt's manchmal gar nicht. So, und was ist da hinten? Ah ja, da ist ein Schloss. Komm man nicht durch. Ist doof. Schade was. So, da unten ist eine Tür, da könnten wir weiter rein. Soll ich da mal reingehen? Ich gehe da mal rein. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Oder? Waren wir hier schon? Hallo, Kollege. Kollege Ritter. Waren wir hier schon mal? Doch, ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Rebellion. Dieses Mini-Echsen-Skelett. Ja, das kenne ich hier. Das ist hier unten wieder in den Kerkern. Ja, okay. Ja. Okay, schön, dass wir hier waren. Ich gucke gerne mal wieder vorbei, aber irgendwie hält mich auch nichts da unten bei den Hufflepuffs und Slytherins. Keine Ahnung, warum nicht, aber... Keine Ahnung. So, wir müssen hier durch den Innenhof. Das ist ja interessant, wie uns der Weg führt. Also der Weg führt uns hier lang. Da gehen wir jetzt tatsächlich auf Wege, die wir noch nicht gegangen sind. Oder doch, sind wir schon gegangen? Ja. Ist denn das Ding jetzt, bleibt das Ding jetzt weiter geöffnet? Das Ding ist wieder zu. Müssen wir das jetzt jedes Mal wieder neu aufmachen? Och, das ist ja kacke. Soll ich mir dann doch die coole Klamotte holen? Ach nee, komm, ist egal. Meine Güte. Wir holen uns das irgendwann, wenn wir mal wollen. Was ist der Zwerg? Angst vor der Treppe? Akio. Kann ich den Kollegen hier... Schade, Piefs kann ich leider nicht beeinflussen. Okay, wir müssen hier runter. Ah, ich wollte eigentlich auch nochmal in die verbotene Abteilung und da irgendwelche coolen Sachen aufmachen und so. Halt, ich bin falsch. Moment mal, hä? Ich dachte, ich sollte hier runter. Ich sollte da wieder durch. Okay. Hab's verstanden, der Weg, wie immer. Das irgendwie führt's ja immer diesen Weg entlang. Ich glaube, Hogwarts hat so Standardwege. Also ich glaube, es gibt hier immer einen Weg, der vorgeschlagen wird. Und den muss man dann natürlich nehmen. Unter uns sehe ich auch noch eine Quest angezeigt. Ist das richtig? Guck mal, wenn ich hier... Ich gehe mal runter gerade kurz. Da wird mir so ein Quest-Symbol doch hier angezeigt. Das muss doch irgendwie bedeuten, dass hier jemand steht, der eine Quest für mich hat, oder? Warten. Auf wen warte ich hier? Aha! Auf irgendjemanden. Wer bist du? Duncan Hophouse. Duncan Hophouse. Hallo. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hophouse. Ist mir ein Vergnügen. Mir auch. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ich hatte ganz schön viel Glück. Danke. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ja. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche.
Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Wie kann man Angst vor einem Knuddelmuff haben? Wovor sollte man da Angst haben? Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Ja, egal, okay. Wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist schon witzig. Nein, das ist natürlich, ja, das ist ja überhaupt nicht nett, aber witzig. Tut mir leid. Worte können echt wehtun. Ist schon witzig. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Wo ist der? Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Was ist das? Ja, Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Ui. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Ich hab hier so einen beißenden Chinakohl dabei. Den kann ich dir geben, wenn du willst. Also, so ein Schisser. Was erwartet mich denn? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Also ich soll ihm helfen, dass er kein Schisser, dass er so tut, als wäre er kein Klingt Schisser, spannend. Weil er ein Schisser ist. Okay. Na gut, ich werde dir helfen. Er ist ein Ravenclaw. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Ja, sehr gut. Ja, wir sind ja in einem Haus, wir helfen zusammen, wir halten zusammen. Das müssen wir dann halt machen. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. So, ich will aber nicht zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor. Gibt es keinen Shortcut, um die Dinger zu ändern hier? Das wäre doch viel besser. Okay, jetzt laufen wir nach oben zu... Revelio. Zu den Kollegen. Ja, da oben sind, ist weiter ein Schloss da. Ja, okay. Wir müssen ganz nach oben. Ganz nach oben, wahrscheinlich. Wo der Arthur Plumley hier rumsteht. Oh, toller Name, ey. Ich glaube, so weit kann er ja gar nicht mehr sein, ne? Jetzt müssen wir hier noch die Treppe hoch. Oh Gott, ey. Ist ja alles gar nicht so... noch weiter nach oben. Oh Gott. Ist echt ganz oben. Unterm Dach. Da, vielleicht finden wir hier irgendwo Kobaltsteine, ne? Oh, Origami und da macht jemand Feuer. Ja, ist ja schön, was ihr hier alles macht. Sag nicht, ich hätte dich umgelaufen. Arthur Plumley. Schon was gefunden? Oh, ja. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Oh. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Kann es sein, dass ich die vielleicht aus Versehen schon verkauft habe? Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Okay, Nebenquest abgeschlossen, Erfahrungspunkte gesammelt. Klingeling! So, jetzt müssen wir den nächsten, jetzt machen wir mit dem Hauptauftrag wieder weiter, würde ich sagen, ne? Jetzt haben wir hier den Nebenauftrag ja abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt zurück zu Professor Fig. Und dann kriegen wir vielleicht irgendwann was Cooles. Stufe 3 ist auch verdammt hohes Level. Also, puh, die wird mir auf Level 3 empfohlen, die Hauptquest. Ist schon ein bisschen gemein, was ich hier mache, ne? So krass überleveln, bevor ich hier richtig mit der Hauptquest weitermache. Naja, was will man machen? Was will man machen? Es geht halt auch darum zu erkunden. So, Wälzer und Widrigkeiten. Oh. Ich bin hier nur langgelaufen. Wieso geht eine Vase kaputt, wenn ich da nur langlaufe? Meine Güte.
Oh, was ist denn da jetzt das los? Das kann nicht der Ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist definitiv keinen Sinn. Gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig, Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Professor Sharp. So, okay. Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Ja, aber wir sagen, bevor wir mit ihm quatschen, mach ich mal kurz ein Päuschen und bin sofort wieder da. Cliffhanger. So, frisch und munter geht's weiter. Hauptquest Level 5, Hammer. Yo. Ich muss jetzt echt mal die Hauptquest machen. Ja, sorry, Weltraum-Taco sagt schon, wir müssen hier weitermachen mit der Hauptquest. Stufe 3 von wegen Stufe 5. Ja, ich glaube, wir machen jetzt erstmal so eine Schiene, dass wir wirklich die Hauptquest voranbringen, weil ich brauche halt auch meine ganzen Talentpunkte. Ich muss den Raum der Wünsche mal langsam finden. Was? Das... Sonst halt. Kommen wir nicht weiter. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Nein. Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal. Ah, guck mal, knatzt er richtig schön in seinen Stuhl. Hm. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Ah, was werden Sie sagen? Was sagen Sie Ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Okay. Natürlich. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Nein. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Oh, ja. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Ja, ja, ja. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Ich auch. Definitiv. Oh, vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Aha. Oh, schließ Hauptaufträge ab. 4 von 4. Dass das eine Herausforderung jetzt erstmal ist, ne, ist schon krass. Weil an sich, jetzt sind wir fast Stufe 18, das ist schon eine Herausforderung, weil an sich levelt man ja sowieso, also macht man die ja sowieso nach und nach. Aber gut, wenn man so spielt wie ich, dann ist das eine Herausforderung, die halt relativ lange dauern kann. Erkundung haben wir jetzt freigeschaltet. Aha, löse die Geheimnisse von Hogwarts. Ach, verstehe. Löse ein Geheimnis von Hogwarts und löse noch ein Geheimnis von Hogwarts. Okay, und ein paar gesperrte Herausforderungen. Das sieht aus wie Zentauren. Was könnte das denn sein? Irgend so ein Ding im Innenhof? Ah, hier Besen. Okay, also irgendwas mit Quidditch. Und das hier sind so diese verruchten, diese Flammen wieder. Oder dieses Leuchten. Diese Magie, die alte Magie. Und was das hier ist, keine Ahnung. Eine Kampfarena vielleicht oder so. Achso, das kann natürlich sein. Weil was hat das mit Erkunden zu tun? Aufträge. Also, wir haben...
4 Hauptaufträge abgeschlossen, kriegen einen legendären Umhang. Und wir haben, kriegen den Schall des Klassenbesten, also den Streberschall kriegen wir natürlich. Coole Sache. Wir sind voll die Streber. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal bei der Ausrüstung. Ach ja, Zauberstabgriff haben wir wieder 9. Langweilig. Also der erste, den wir gekriegt haben, ist einfach bislang der coolste. Sorry. Kann ich nichts anderes sagen. Ist so. So, und wir sollen jetzt die Bücherseiten sammeln. Na, da kennen wir uns ja aus, ne? Was die Seiten angeht, da kennen wir uns ja echt aus. So, was haben wir hier jetzt noch gekriegt? Aha, Behausungen. Behausungen können im Tiergehege platziert werden. Okay. Kriegen wir noch ein paar Behausungen. So, und hier haben wir schon ein paar Erscheinungsbilder. Also wir haben eigentlich schon, was wirklich so Sammelaufträge angeht, sind wir echt schon gut dabei, ne? Ich meine, Revelio-Seiten haben wir jetzt echt schon die Hälfte. Das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, was irgendwie noch fehlt. Also ja, schon, aber dafür, dass wir halt mit der Hauptquest nicht wirklich weiter sind. So, was ist denn hier? Was habe ich denn hier übersehen? Wo ist das Ausrufezeichen? Da ist das Ausrufezeichen hier. Okay. Und da war auch ein Ausrufezeichen noch. Okay, also hier im Hochland muss ich dann auf jeden Fall noch sehr weit, sehr viel rumlaufen. Das kommt dann alles noch. So, einen Badeanzug haben wir gekriegt. Wir gehen jetzt erstmal. Hilf mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Oh. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Natti hat mir eine Eulenpost geschickt. Ja, Moment, dann müssen wir mal schnell lesen. Natti. So viele Sachen hier. Was sind hier? Professor Fig und Weasley haben mich gebeten, Ihnen einen zusätzlichen Verteidigungszauber beizubringen. Oh, das ist gut. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben, kommen Sie anschließend in mein Klassenzimmer. Das ist cool. Was hat der geschrieben? Lucan, Zeit, deine Duellierfähigkeit zu prüfen, um zu sehen, ob wir einen neuen Schulchampion haben. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von gekreuzte Stäbe. Okay, und Natti will sich halt auch treffen, ne? Trifft sie so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Okay. Wow, Alter, jetzt haben wir richtig was freigeschaltet durch die Hauptquest hier. Unterrichtsstunde Kräuterkunde, eigentlich auch geil. Professor Hackett's Aufgabe 2. Wirke Incendio, entgegne... Oh, Expelliarmus kann ich davon lernen. Okay. Na gut, das kann ich ja überall zwischendurch machen, ne? Incendio, entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen durch Ausweichrolle. Das passt doch perfekt, wenn ich zu gekreuzte Stäbe gehe. Das ist doch ein ideales Kombinationsspiel, oder? Natti hat ihr Eulenpost geschickt. Darin bittet sie sich, sie im Dorf Lower Hogsfield zu treffen. Ja, schön. Aber ich will da jetzt nicht hin. Okay, Weltkarte. Ja, mhm. Ah, dies ist die Weltkarte. Oh, Großteil ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Naja, geht so. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Dieses Dorf Lower Hogsfield. Ja. Dörfer eröffnen neue Händler, Flohflam, Nebenaufträge und Sammlerstücke. Cool. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Verstanden. Und wir haben auch neue Heiltränke gekriegt, kann das sein? Einen weiteren? Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt, wodurch neue Möglichkeiten wie Dörfer, Kerker, Banditenlager und andere Orte enthüllt werden. Alter heiliger Strohsack, ey. Jetzt kriegt man so langsam alles erklärt hier. So, da draußen sehe ich auch ganz viele Quests. 127 Meter, gar nicht so weit weg. Aber wir müssen jetzt erstmal zu gekreuzte Stäbe. Wieso sehe ich hier schon wieder eine Kiste über mir? Über mir? Was ist denn über mir für eine Kiste? Bestimmt wieder irgendeine abgeschlossene, ne? Noch weiter über mir? Was ist denn? Nee, noch weiter über mir? Hä? Wie soll man da ganz hoch kommen? Ach so, hier, wo ich ja nicht reinkomme, weil ich hier verschlossen ist. Ja, alles gut, das ist ja abgeschlossen immer. Ah, ich brauche unbedingt Alohomora. Ich muss echt hier Hauptquest weitermachen damit, oder gucken, wo ich Alohomora dann irgendwann lerne. Sonst komme ich ja nicht voran. Also ich muss sagen, das hier ist tatsächlich ein nerviges Haus. Aber ich laufe halt auch gerne rum, weil in der Zwischenzeit können wir ein bisschen quatschen über irgendwas, was gerade passiert ist. Ich finde cool, dass das halt so eine gute Mischung ist aus Hauptquest und Nebenquest bislang. Und wirklich zum freien Erkunden. Es können natürlich dann irgendwann ein bisschen nervig werden,
wenn wir alles erkundet haben. Wieso sind hier die Toiletten abgeschlossen? Oder die nur das Männerklo ist abgeschlossen? Okay. Ah, ich glaube, die Dinger sind erster, seit ich Incendio zaubern kann. Kann das sein? Ich glaube, das kann durchaus sein. Sonst wäre mir das Ding doch schon vorher aufgefallen und das hätte doch auch vorher geleuchtet. Andererseits das Ding hier. Accio. Levioso. Incendio. Verbrennen wir mal das Ding. Also mit dem Ding muss ich nochmal schauen, was man damit... Bleib mir vom Leib. Geister jagen sich. Okay. Von mir aus. Ah, halt, Moment, da ist noch eine Fackel. Incendio. Nein, sorry, ich wollte nicht dich. Ah. So, die Fackel wollte ich anzünden. Das ist doch alles, was ich wollte. Er wollte ich doch gar nicht. Damit die jetzt auch brennt.